sport. It's in the game. Super. Ja, aber ja, wir kommen zurück mit Big Flippy Flippy. Ich bin irgendwo stehen geblieben jetzt. Bundesliga. Ich wollte gerade die Bundesliga anfangen. Ja genau, Mattersburg war das erste Spiel, super. Wenn ich das Bild erweitern, das Bild muss ich nämlich, wenn ich so super, da bin ich wieder. Der war nicht schlecht. Oh, der war über. So, ich muss hier weitermachen. So, weiter geht's. Aber so ist so kein Umdenken. Endlich geht die neue Saison los, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Partie. Erster Spieltag, endlich wieder Fußball. Die Fans freuen sich auf die neue Spielzeit. Wir auch. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Der Blick auf die Taktik, Buschi, ja, ja, Tore schießen ist da eher nicht angesagt, sondern eher Tore verhindern. Ja, es ist immer wieder unglaublich, wie die sich hinten reinstellen, wie tief die stehen. Da muss ja erstmal ein Mittel gegen finden. Uwe Mattersburger natürlich sicher nicht leicht werden. Aber Rapid ist natürlich nicht schlecht. Einer der besten drei Mannschaften in der österreichischen Bundesliga. Sturm Graz, Salzburg. Schiedsrichter dieses Spiels ist Lutz Gersthofer.
Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Schopp. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Super Einsatz, er holt den Ball. Da können Sie erstmal klären. Sie kommen jetzt über außen. Er spielt den Verteidiger aus. Macht er ihn. Super Einsatz vom Torhüter. Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Er zieht ab. Und noch ein fast. Was war denn jetzt? Das habe ich nicht genau gesehen. Jetzt. Schuss. Ah, da hat er berührt noch. Okay. Die Ecke kommt rein. Hoffmann. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Gefährlich werden. Jetzt die Möglichkeit. So, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, es machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Ganz knappes Ding. Ja, ein paar Zentimeter weiter oben, dann knallt das Ding an die Latte. Hier nochmal dieser Treffer. Oh, nicht schlecht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt die Flanke. Ganz klar, abseits hier, war gut zu sehen. Das könnte die Chance werden. Das könnte es sein. Zu unkontrolliert abgeschlossen. Die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Hm.
Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und zurück zum Torwart. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Schopp. Wird das eine Torchance? Da kommt die Hereingabe. Ist das die Chance? Joel Linton. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ist das, glaube ich, 2-0, oder? 2-0 für Rapid Wien. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Er nimmt ihm den Ball ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da geht er vorbei. Er schießt. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Hereingabe jetzt. Ui, das war eine gute Möglichkeit, aber der Keeper hält den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da geht er dazwischen. Da holt er den Ball zurück. Die Defensive steht. Den Ball spielt er raus. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Macht er ihn. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Flanke jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt ist Platz für den Konter. Und jetzt der Schuss. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Super dazwischen gegangen. Das könnte gefährlich werden. Gut verteidigt hier. Und der Ball lieber wieder zurück. Und hat zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Und zweite Halbzeit. Und das Spiel geht weiter. Leider nach wie vor in strömendem Regen. Das könnte die Chance werden. Da kommt die Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Klasse Zuspiel. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball.
Da ist jetzt Platz. Oh, Elfmeter. Oh, fuck. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung. Scheitert. Da zeigt er Nerven. Unglaublich. Das war schlecht. Da hat er sich wohl ein bisschen zu viel zugetraut. Oder war das vielleicht gar nicht beabsichtigt, den Schuss so hoch anzusetzen? Und das hatte sich der Schütze natürlich ganz anders vorgestellt. Schönes Pressing jetzt. Er passt ihn auf den Flügel. Ganz energisch. Abwehr hat aufgepasst. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Jetzt müssen sie aufpassen. Einwurf jetzt. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt schießt er. Leistung heute, aber hier ist der Torwart mal zur Stelle. Es gibt halt so Tage, er lässt den Kopf wenigstens nicht hängen, sondern versucht auch das Beste rauszuholen, so wie in dieser Szene. Und Auswechslung bei Mattersburg. Der Ball kommt rein. Kein besonders guter Der war schön. Fast. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Achso, da ist ja kleiner Tipp. Jetzt wird's Ecke geben. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Die Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Und jetzt vor. Jetzt ganz allein. Und laufen, 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 laufen. Und Tor! Aus der kurzen Distanz hat der Torhüter keine Chance. Damit setzen sie ja noch ein Tor drauf. Alles im Griff, ganz souveräner Auftritt heute. Das war ja schon vorher Skamp-Manier. Ja. Also, das hier läuft komplett allein durch und schießt ihn einfach rein. Nicht schlecht. Die Chance müssen wir nutzen. Sie liegen deutlich vorn. Bald schon wieder weg. Gut gemacht.
Jetzt wird's gefährlich. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Sehr gut aufgepasst. Jetzt müssen sie aufpassen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da ist jetzt Platz. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da kommt niemand ran. Das konnte nichts werden, oder? Aus der Entfernung? Nee, da hätte schon alles passen müssen. Sie bereiten einen Wechsel vor. Klasse Aktion, Ball ist weg. Wird's jetzt gefährlich? Ganz wichtig, da muss er hin. Und das ist wieder Elfmeter. Er gibt Elfmeter. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung, aber keine Karte zu zeigen. Also okay, da liegt er daneben. Das ist recht reingerutscht. Scheiße. Ja. Und los geht's. Klasse, er hält den Elfer. Super reagiert vom Torhüter. Gibt's jetzt die Gelegenheit? So, was machen Sie draus? 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Fängt diesen Ball ab. Und da verlieren Sie den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt die Flanke. Abgeblockt. Abwehr hat aufgepasst. Man soll ja nicht zu früh loben, aber hier waren sie so überlegen. Das bringen sie auch noch über die letzten Minuten, da bin ich sicher. Jetzt könnte es gefährlich werden. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Schuss! Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Per Kopf verlängert. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Das klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Die Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt ist Schluss. Der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung ab. Gelungener Start in die Saison. Die ersten 3 Punkte sind im Sack. Und das gibt natürlich erstmal Ruhe, Wolf. Jetzt wissen Sie, wo Sie stehen. Da ist nach langer Vorbereitung ja auch immer so ein wenig Unsicherheit im Spiel. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Okay, wenn man geschaut, wie viel Uhr ist. So, nochmal die Tore.
gefährlich werden. Jetzt die Möglichkeit. Ja, der war sowieso unaufhaltbar. Dann, ja. Da kommt die Hereingabe. Ist das die Chance? Oh, der war so schön abgestoppt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. So richtig schön abgestoppt. Schauen wir nochmal. Da kommt die Hereingabe. Zack. Voll in die Luft und dann umgedreht und zack. Wunderschön. Das könnte gefährlich werden. Ja, da ist er voll gerannt und den hat er einfach machen müssen. Hat er machen müssen. Und alleine von dort steht. 3-0, weiter geht's. So, an erster Stelle, Rapid Wien. Austria Wien zweiter, Sturm Graz dritter. Admira Wacker, das Glinz Salzburg 6-0, oh, Wolfsberger C7. St. Pölten, Altach und Mattersburg ist letzter. Oh. Absperren. Und weiter geht's. Gegen St. Pölten. Oh, Scheiße. Okay, weiter. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Spiel heute für Sie kommentieren. Buschi. Auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt, so wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie Sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das ist nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie Sie das machen. Das jüngste Heimspiel wurde gewonnen und daran soll heute angeknüpft werden. Dieses überzeugende 3-0 wird natürlich einiges an Selbstvertrauen verleihen. Ich denke, das geht so weiter und sie gewinnen erneut. Der Schiedsrichter in diesem Spiel heißt Heribert Allmeier. Und jetzt geht's los. Jetzt wird's gefährlich. Gute Aktion jetzt. Das könnte die Führung geben. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Ah, super, 1-0 schon.
Den Ball schickt er mit viel Effe ins Tor. Ein richtig schöner Treffer. Respekt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das könnte gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans von offensiven Fußball sieht nach vielen Treffern aus. Alles wieder offen in diesem Spiel. Also es war Fehler von meinem Spieler, ja. Das war ein blöder Pass. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hm. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Das könnte die Chance werden. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Und Freistoß. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, die vielleicht direkt schießen sollen. Egal. Kommen jetzt über außen. Schönes Zuspiel. Er schießt. Wahnsinn. Er hält ihn. Was für Kanone. Es gibt Ecke. Ecke kommt. Der Ball wurde gut weggefaustet. Und jetzt die Chance. Ganz stark vom Torwart. Und Eckstoß. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Ist aber Abseits. Der Ball ist über der Linie. Komm. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Ein bisschen Regen macht den Platz nicht. Macht er ihn! Wow, was war das? Das war so schön. Oh, was für Schuss. Das war in der Luft angenommen, oder? Aber egal. Das ist zumindest 2-1 jetzt. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Mal. Oh, der war so richtig schön. Kopfball, zack, in der Luft. Oh, richtig schön. Okay, der war ja, schau mal, in der Luft. Aus einer anderen Perspektive an. Erst Kopf und dann Schuss, zack. Traumhaft. Traumtor. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Hoffmann.
Gut aufgepasst vom Verteidiger. So, gibt's Einwurf. Druck ist im Moment enorm hoch. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Und jetzt die Chance. Scheiße. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert. Das sind gefährlich, genug. Das sind Böden, das sind gefährlich, gefährlich. Das sind wirklich gefährlich. Mal schauen, ob wir was mit der Ausstellung machen können. Oder nee, ich habe besser. Ja. Wird das eine Torchance? Ja, viel geht er rein. Oh, komm. Und Ecke. Szene ist noch nicht vorbei. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Jetzt ist wieder spannend, ne? Weg ist der Ball. Parker. Das könnte eine Gelegenheit werden. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Und jetzt der Schuss. Klasse gemacht. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Super Pass. Klasse gemacht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da schießt er. Oh, da stimmt die alle im Weg. So ein Deppen. Diesen Einwurf haben sie sich wirklich verdient. Da haben sie die Räume super zugestellt. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt schießt er. Oh, Spannung drin. Schön. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Oh, das ist ein ganz seltener Moment für ihn. Ja, sonst ist der Abwehrspieler natürlich eher für das Tore verhindern zuständig. Aber hier macht er selbst. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt hätte ich von links umgepasst. Einen ausgelassen und rein gemacht. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Parker. Den spielt er wieder zurück. Jetzt wird's gefährlich. Die Defensive steht. Macht er ihn. Einfacher Ball hier für den Torwart. Der muss sowieso auswechseln, er ist verletzt. Was war das für einer? Was war da? Da war der. Wie faul.
das könnte gefährlich werden. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Er zieht ab. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Der Trainer nimmt ihn runter. Die Verletzung scheint schlimmer zu sein. Ja, und dann muss man das eben auch einsehen, wenn es nicht weitergeht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und er gewinnt den Zweikampf. Parker. Noch ist hier nicht Schluss. 4 Minuten wurden als Nachspielzeit angezeigt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er trifft den Pfosten. Gigaschuss. Ballkontakt. Da können Sie erstmal klären. Soll der Kopfball kommen, aber leider. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Abwehr hat aufgepasst. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. 2-2 zur Pause. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Das war einfach. Und er hat den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schussversuch. Oh Scheiße, wenn der immer dazwischen ständet. Parker. Hoffmann. Schopp. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Tolle Leistung in der ersten Hälfte. Den bekommen sie überhaupt nicht in den Griff. Und direkt zurückgespielt. Ball im Aus, klasse Einsatz, wird Einwurf geben. Jetzt könnte es gefährlich werden. Spielt den Ball direkt zurück. Er passt auf. Da geht er dazwischen. Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Abstoß. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Er treibt sie immer wieder aus dem Mittelfeld an. Das ist ein klasse Auftritt. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Schuss! Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Sie haben Platz. Ja, da ist Platz jetzt. Und jetzt die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Da kommt die Ecke. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Auf außen ist Platz.
Dann zieht er ab. Oh mein Haar, hätten sie die Nase vorn gehabt, aber Chance vergeben. Früh wird er jetzt gestört. Schopp. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt der Schuss. Oh, der war so schlecht. Ecke abgewehrt. Er hat ja heute überragend gespielt. Kein Wunder, dass es da Sonderapplaus gibt bei der Auswechslung. Oh, war der schlecht. Nee. Die Ecke kommt. Schau! Der Führungstreffer in dieser Partie. Bam, das Tier habe ich jetzt reingehauen. Das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Traum, und das nur ein Chad in der Tor auch noch. Traumtor. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Den macht er mit dem Kopf. Super, die Ecke verwertet und da gibt es für den Torhüter nichts zu halten. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Parker. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt die Flanke. Ball ist weg, aber geht da noch was? Schopp. Da kann er ihn stoppen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Aktion, gut geklärt. Muss Einwurf geben. Jetzt könnte der Pass kommen. Macht er ihn. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Die Fans geben, das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Das könnte die Chance werden. Ganz souverän hier vom Torhüter. Schopp. So langsam wird es gefährlich. Schau. Phänomenal. Ohne Worte. Und noch eins. Sie sind hier klar besser und belohnen sich mit diesem Tor. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Super. Neuer Spielstand 4-2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen.
Chance vertan. Die Kugel ist weg. Das gibt einen Einwurf. Wird's jetzt gefährlich? Der Pass zurück zum Keeper. Und jetzt die Chance. Da steht die Abwehr sicher. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Jetzt könnte es gefährlich werden. Was macht der Torwart denn da? Er läuft mit dem Ball los. Jetzt der Schuss. Ein weiteres Tor liegt in der Luft. Das wäre dann eine beruhigende Führung. Und weiter geht's. Das Spiel ist vorbei. Der Unparteiische hat abgepfiffen. Eine Partie ganz nach meinem Geschmack, ging richtig offensiv hier zur Sache. Da kann ich mich nur anschließen, Wolf. Ein spektakuläres Spiel. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Super. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Schauen wir uns nochmal die Matches an. Gute Aktion jetzt. Das könnte die Schuster aber super schön. Das war kein Schuss. Kann doch mal nicht. Und der war schön, der war super. Der war super, das war so wie gestern. So langsam wird's gefährlich. Der Schuss war ja auch unglaublich. Dann haben wir den Schuss, die Ecke gehabt, die war ja auch nicht schlecht. Die Ecke kommt. Schau! Das war echt krass. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt. Und ja, das war's. So, ich werde jetzt aufhören. Das war's von mir. Ich später vielleicht noch mit einem anderen Spiel vielleicht. Mal schauen, was ich heute noch spielen werde. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder. Ich werde mal absperren. Bundesliga. Viertel vier ist ja. Und ich sag tschüss, ciao, bis, yo, bis zum nächsten Mal, Big Flippy, Flippy, Philipp, yo.